Olli Aller, Gurkenfahrer, ne? Was Bescheid. Danke dir. Also so ungefähr ist das. Das ist sozusagen der neue Langstrecken-Kackburg für die Firma. Strichburg. Christoph, Alter, dir auch, ne? Drei Morte, zweiter drängt hängen. Was er gelaufen hat, keine Ahnung, Kilometerzähler stehen geblieben. Kann ich auch nicht sagen. Und das ist so fünfstellig, da kannst du eh nicht viel rausmachen. Aber so ungefähr ist so der Kiste. Das heißt, das Ding bleibt, ne? Und läuft bei mir weiter. Weil den Wagen jetzt zu verkaufen, wäre tatsächlich, würde ich eher sagen, sind mir ja Beschiss an den Käufer, weil der wird nämlich beim nächsten TÜV richtig auf die Fresse fliegen. Also, würde ich auf die Fresse fliegen, wollen wir nicht drüber reden. Ne, also, wenn das ein Typ jetzt kauft, der kein eigenes Schweißgerät hat, so ein Oldtimer-Fahrer, was weiß ich, so ein Opa mit Fliegermütze oder sowas, der fliegt da voll auf die Nase mit der Karre mit. Komplett. Weil das ist zu viel Arbeit. Das würde keiner an so eine alte Gurke mal reinstecken. Ne, ich mit meinem Gurkenschweißgerät, das geht schon. Chef, die Dame, ja, Mann. Ich weiß Bescheid. Ich danke dir, ne? Das war der Grund. Ich weiß Bescheid. So ungefähr ist es. Fakt auf jeden Fall ist, der Strichachter bleibt in der Gurkenhalle. Wird nicht mehr abgemeldet. Bleibt da. Ne? Ich wundere, ich bin gerade dabei, mir meinen Kaffeeautomaten wieder anzuschmeißen hier. Übrigens, jetzt zum Thema hier, Baujahr ist ein 75er, also letzte Baureihe Strichachter. Fast schon 123er vom Baujahr her eigentlich. Christian, moin du. Dir auch frohe Ostern und dicke Eier, ne? Weißt Bescheid. Da ist meine Tasse. Wenn die rote Ampel noch bei mir bleibt, ihr bist ja verkauft jetzt irgendwann mal. Aber ich habe sie ja nicht inseriert, also scheinbar noch 200.000 Jahre. Ja, so, ich würde mal sagen, das ist wenigstens so ein Auto, so ein Oldtimer, sag ich mal, der hier, den kannst du halt jeden Tag reiten. Da machst du nichts verkehrt dran. Das ist halt Kunst. Fahrende Kunst. Gurkenkunst! Was der Stricher gebrochen hat, kann ich dir nicht sagen, Mann. Ich kann dir echt nicht sagen, was der Stricher gesoffen hat. Nico, Alter, zweiter drängt eigentlich dann auch dir, Mann. War dir alles gut, Alter? Was macht der Bus? Ach so, hier. Verbrauchstechnisch, wie gesagt, das Problem ist einfach, ich habe tatsächlich, der Wagen war komplett voll. Der Dachträger war voll, der Kofferraum war voll, wir waren zu dritt drin. Der Wagen hatte locker über 2 Tonnen. Ich würde sagen, der war sogar überladen. Dick überladen. Also, ich kann euch nicht sagen, also verbrauchstechnisch war ich auf jeden Fall irgendwo unterwegs da. Also 9 Liter, 8 Liter, auf jeden Fall. Weißt du, also ich kann es nicht nachhaken, dass das ein super Sparwunder ist. Aber anderweitig, er war bei mir ja auch nicht gerade sparsam unterwegs, ne? Zweiter Gaststube, Alter. Ich danke dir auch für 3x98, ne? Komm schon, Käffchen. Mach mal. Nur halt, wie gesagt, ich bin momentan so ein bisschen so, ich habe viele Kommentare gelesen und meine Augen ist halt immer so, dass eine Gurke auch leben muss. Ne? Und auch so eine Gurke. Wie gesagt, ich wette mit euch, woanders wäre das ein Schlagfahrzeug geworden. Ne? Definitiv. Und das wäre so schade drum gewesen. Es hat auch zu viert. Ja, aber Jody kannst du ja nicht als Gewicht zählen. Hat Jody 20 Kilo oder so? Nicht mal. 2? Nee, mehr. 11? Der Bus fährt. Das klingt gut. So wie der Bus halt fahren muss. Er ist pannenfrei geblieben. Also wir hatten eine Panne tatsächlich. Mitten in der Pampa, also wirklich am Arsch der Welt. Könnt ihr euch noch an den Gurkenroadtrip Kroatien erinnern? Ich glaube, viele können das noch. Ne? Folgendes. Wisst ihr noch die Bunkeranlagen, die wir erkundet haben da? Komplett? Da gab es noch zwei Bunker. Zwei Bunker. Und dieses alte Minenfeld. Und es gab da noch hier dieses Camp. Dieses Urlaubscamp da. Das heißt Urlaubscamp. Und das alte Militärstützpunkt, der am Ende ein Urlaubscamp war.
und jetzt seit 20 Jahren lost ist oder so. Da war ich wieder. Ey, und da gibt's noch einen dritten Bunker. Einen dritten. Also, so einiges. Also, Olli, Alter, danke nochmal, ne? 3x98, danke dir. Auf jeden Fall gab's da noch einen dritten Bunker. Das war Fort Forno, wusste ich gar nicht. Und Fort Forno habe ich auch noch erkundet. Da war ich auch noch gewesen. Und der war viel besser erhalten als die ganzen anderen Bunker zusammen. Ich habe Tina zum Minenfeld geschickt. Tina hatte Angst vor dem Minenfeld. Ich habe gesagt, ich kenne die Route. Ich weiß, wir würden nicht sterben. Nee, will sie nicht. Aber der Strich 8er ist auch ziemlich scheiße im Gelände. Mal ganz ehrlich, ein scheiß Geländewagen. Also auf Schotterwegen kannst du die Karre echt knicken. Da war der besser. Ich war auch wieder in der Villa gewesen. Ja. War ich auch. Da gibt es auch einige Neuigkeiten. Und tatsächlich qualitätsmäßig sind die Videos auch besser geworden, weil ich hatte die Drohne mit. Und überall, wo ich war, ne, habe ich die Drohne hochgejagt. Außer bei den Bunkern, habe ich es vergessen. Scheiße. Ne, wo ich die Fettpresse geliehen habe, das war damals hier bei Humm. Da war ich auch gewesen. Ne, ich bin alles abgefahren. Ich bin alles abgefahren, was wir damals in Kroatien gesehen haben. Wir plus. Ne? Aber plus noch extra was. Aber viel gefunden. Ja, stimmt. Ja, wenn ich auch nicht, Problem ist jetzt schon, der ist jetzt schon zu hier grenzwertig für ein H-Kennzeichen. Ne? Wenn wir jetzt noch Sarelli-Reifen draufschmeißen, ist vorbei. Das ist Fakt. Auf jeden Fall war der, ich sag mal, die Alpen, die waren sehr spezial. Wieder schön den schönen Berg von der Mods. Nee, den Berg habe ich nicht gefahren. Ich bin durch den Tunnel gefahren diesmal. Liegt aber daran, weil die Mod billiger geworden ist. Der Tunnel kostete jetzt nur noch 6 Euro. Früher kostete er 12. Das war der Grund, weil der Röhre von dem Tunnel dicht war. Warte, ich setze euch mal kurz hier hin. Ich muss mal kurz meinen Kaffee saufen. Dann kommen wir noch ein bisschen die heiligen Tiger, wenn ihr wollt. Ach. Wie war es mit der Lüftung? Gut. Sogar wenn die Lüftung defekt ist, ist es kein Problem. Der Fahrtwind ist am Start. Das reicht. Ach so, und wenn ihr mal hier, wenn mal euer Innengebläse kaputt ist und ihr zum TÜV wollt, es gibt immer noch elektrische Innengebläse. Markus, Alter, ich danke dir für den zweiten Drängtentank. Sowas, warte. Hier. Sowas. Wenn das Gebläse mal kaputt ist, kein Problem. Für den TÜV reichen die. Dann schmeißen wir die auch wieder aus. Als Gurkentyp hat man so einen Scheiß immer auf Lager. Oha, knack. Nee, das war nur die Ecke. Okay. Wie warm war es in Kroatien? Nicht warm. So zwischen 14 und 18 Grad ungefähr, kannst du rechnen. Meistens eher so, sagen wir, 15, 16 Grad. Wann geht der Kübel bei Erich? Kübel gar nicht. Die Gurke vielleicht, aber der ist nicht sanft. Fahren wir den Stricker bloß nicht nach Dortmund. Nach Dortmund. Das Haar nimmt kein... Ach, Quatsch. Kein Problem, Fritz. Thomas, ich hatte für 10 Mark. Danke, Alter. Überhaupt kein Problem. Was meint ihr mit was für Gurken, ich schon in meinem Leben durch die Gegend oder durch Dortmund gefahren bin? Wie lange sind wir gefahren? Einen Weg? Ja, 17 Stunden ungefähr. Gibt viele Roadtrip-Videos, Chris. Gibt sehr, sehr viel. Also contentmäßig läuft. Also ehrlich jetzt, also das wird cool, werden coole Videos. Ich habe jetzt erst eins geschnitten, das war Teil 1, dann habe ich, Teil 1 sind wir nicht durchgefahren. S6P bin 30, so wie Daniel schreibt. Ich habe meinen Namen nicht gelesen, sorry. Dieter, moin du. Also wird interessant. Und das wird nicht der einzige Roadtrip dieses Jahr bleiben. Dortmunder Kopf sind schlimmer als die Koffer nie was Speedmas wanted. Ich glaube auch. Aber noch kein Problem mit denen gehabt. Wie gesagt, ich habe auch schon tatsächlich eine Kontrolle gehabt. Mit einem Trabant in Dortmund. Die fanden mich geil, die haben mich gefeiert. Gurkensatzteil, nee, kein Schraubplatz, nein. Gab's nicht. Thorsten, moin. Übrigens hier, das ist ein Thema Freunde auf die Videos. Geht morgen los, ne? Wisst ihr Bescheid?
Wir waren die Woche jetzt weg, Juppi. Ziemlich genau eine Woche. Haben die das Tuning gesucht bei der Gurke? Nee, haben sie nicht. Die haben nicht mal gesehen, dass das Reifenmaß nicht eingetragen war. Ich war nicht bei Marco, nein. Habe ich gelassen, wie gesagt. Wann fährst du bestimmt in Strich einer Afrika? Nee, das werde ich nicht. Wir waren in Horomasiel. Schade, dass das Dortmund zu hat. Ja, Gurkenmuseum hat übrigens für euch, ne? Jetzt Sonntag, am 16. haben wir wieder auf, ne? Also der Gurkenpuff macht wieder auf. Harry hat schon die ersten Sachen besorgt und schon den Tresen repariert. Also den Kaffeetresen und so. Ne, und hier, der Dings, Dortmund ist Umweltzone, ja. Haben sie auch nicht zugesagt. JBU, Alter! Ich danke dir für 32? 5 Mark 32? Danke, Alter. Waren das Gurkenkorps? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Guten Abend, wie bekommst du Haarkennzeichen mit Lackierung? Meine bin neu. Liegt daran, dass Haarkennzeichen schon da war. Ich glaube, neues Haar habe ich nicht gekriegt. Also du kannst ja mal so sehen, du musst ja einmal das... Und wenn ihr zum TÜV jetzt hinfahrt und du ein Haargutachten machst, müssen diese Haarkennzeichen, die Prüfer meistens Fotos machen. Ne? Und die machen das dann nicht mehr. Die hauen dir ja kein Haar drauf. Und wenn das Fahrzeug ein Haar hat, dann erhalten die das Haar. Ne? Außer natürlich, du meinst das Ding wirklich grell pink an oder hast da irgendwelche wirklich so, das Ding auf ersten Blick sieht, dass es richtig ranzig ist. Ne? Klingt gut, Daniel, Alter. Sehen wir uns ja. Hast du sonntags vor Pfingsten auch offen? Immer alle 2 Wochen. Also ich glaube, das war das 30. Ne? Kann das sein? Wann ist das Gurkenmuseum schon? Ich glaube, 2 Jahre jetzt. Riedem, keine Ahnung. Hab bei der Folge nochmal auf D-Maß geguckt und bewertet. Staffel 2 muss klappen. Ja, hoffentlich, Mann. Ich bete auch. Ich bete auch. Wäre so cool. Gogo Butterwurst? Gogo Mobil kenne ich, aber das war ja auch nichts. Das G-Kennzeichen, das wäre noch was. Steuerfrei. In grün. Morgen haben wir irgendwann. Wir haben Euro und keine Mark mehr. Ich schon. Ich rechne noch in Mark um. Und ich werde nie mit aufhören. Weil ich bin der Meinung, das soll man tun, weil man merkt jedes Mal, wie viel weniger der Euro wert ist. Und das ist ziemlich traurig. Das würde ich traurig. Also echt, echt traurig geworden. Komm. Übrigens, hier in Kroatien gibt es auch Euro. Die hatten ja vorher Kuna gehabt, jetzt haben sie Euro. Ja, ja, die hatten hier. Ich konnte es nicht gucken tatsächlich auf D-Max, weil ich hatte keinen D-Max. Und wenn ich das über Join gucken wollte, über das Internet, ging es nicht, weil kroatische IP-Adressen nicht funktionierten. Hast du noch Mobile zu verkaufen? Habe ich, ja. 350 Eier, komm vorbei. Habe ich hier stehen. Die Mini-Mobi. Der Rote hat aber nicht gestoppt, das wäre jetzt ultimativ für einen Trabi ohne Nase. Das stimmt. Aber ich habe ja noch einen Schlachter für einen Trabi ohne Nase. Nur halt die Zeit, den mal zu machen, ist das Problem. Das ist halt wirklich viel. Wo wird die Gurkabnahme gemacht? TÜV Türk. Ja, klar. Wo sonst? Und TÜV Gürk. Wild. 30.04. in Gurken. Das klingt gut, Stefan, Alter. Sehen wir uns dann. Weil ich stehe gleich wieder auf. Ich habe meinen Kaffee gleich auf. Keine Sorge. Hau mal ein paar Däumchen rein, bitte noch. Ja, es gibt ja auch IP-Changer, aber wollt ihr jetzt, wenn ihr abends auf der Couch sitzt, irgendwo in Kroatien und ihr schon mit halbem Auge am Einschlafen wart, noch irgendwelche komischen Dinger da fummeln? Macht keinen Sinn, Alter. Null. Hast du noch ein A4B718T an der Hand? Alter, nein, sowas überhaupt nicht. A4, B7 gar nicht, Alter. B5 hört auch die A4 mal auf eigentlich. B6 habe ich auch schon mal gehabt. Aber sonst vorbei. Peter, weißt du doch. Erstes Mofa, ja, 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 klar. Steht da. Weißt Bescheid. Mini-Mobi. Ich sehe dich schon. Holger, Grüße zurück, Mann. Vollberg kannst du nicht ausräumen, auch mit Deutschland. Ja, ich weiß, was eine VPN ist, aber ich will mir keine VPN zulegen. Ich habe normale IP für dich. Ja, war der. Das war der vom Roten Schlachter. Geht klar, Peter. Moin, Jasmin, Jasmin. Er heißt frisch erholt. Das war ein ziemlich stressiger Urlaub. Muss euch vorstellen,
wenn ihr jeden Tag, wenn ihr jeden Tag mit der Familie auf einen Haufen seid und hier mit quengelndem Kind, also Juli quengelt, hat ziemlich viel gequengelt, war ich schon, also, ne, also war nicht immer einfach. Also letztendlich war es ganz schön, aber es war auch nicht immer einfach. Ja, Moskau wird schwer, Alter. Teuer geworden. Hast du gesehen, wie jetzt kosten die Dinger? Gurkenmobil kannst du machen, aber hier, morgen bin ich auf dem Treffen. Aber wenn du eine Gurke kaufen willst, geht das. Aber nur dann. Bist du mit meinen Teil 30 zufrieden? Ja, meistens, wenn es regnet, nicht so. Sonst ist der in Ordnung. Männertour schaue ich ja, diesen komischen AVS, wie das Ding heißt da. Finde ich hart. Das, mit dem Ding würde ich, das für mir, jetzt bist du gurkig. Eine Spinne ist gestorben in meiner Kaffeetasse, guck mal. Ich finde das Ding tatsächlich, ich würde mal so sagen, es gibt zwar Autos, die gurkig witzig sind, das Ding ist auf jeden Fall gurkig witzig, aber es schockt irgendwie nicht. Wisst ihr? Es schockt einfach nicht. Das ist das Problem, das Ding schockt nicht und wenn das Ding nicht schockt, bin ich nicht so, ist das nicht so meine Karre. So mit einem Trabi, der schockt, das ist ein witziges kleines Auto, so ein Fiat 500 oder sowas, aber das Ding ist schon spezial, ne? Ja, die arme Spinne, aber ich muss die gute Taffetasse mit rein. Koffein, tot bei Spinne. Ja, Mann! Was arme Viech. Naja, ich habe nichts gegen Spinnen übrigens. Ich hau die noch nicht mal tot, wenn die Spinnen kaputt sind oder so. Überhaupt null, ne? Ich bin sogar hier, ich fasse die sogar an. Ne, vom Reifenhändler habe ich nichts mehr gehört. Und vom Mietwagen auch nicht mehr, interessanterweise. Aber ich fahre die Tage da wieder hin, ich muss ja noch Reifen für den Stecher hier besorgen da, ne? Geht klar, Quick Switch. Vielleicht heute Stream, weiß ich noch nicht. Ich muss morgen will ich ja nach hier, also wie gesagt, morgen ist mein Plan. Ich sag immer, wenn es mein Plan ist, den kann ich meine Frau auch wieder über den Haufen werfen. Ihr wisst, was ich meine. Ne, das weiß ich nicht. Und mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich morgen nach Schweinewede fahre zu diesem Tuning-Treffen. Und mit Kamera tatsächlich auch. Wenn wir ein Treffen filmen. Wenn wir wieder Zeit allgemein für Treffen. Ja, und wahrscheinlich würde ich dann mit dem fahren hier. Schätze ich. Mal gucken. Oder vielleicht mit dem hier. Mit dem Strich 8. War auch witzig eigentlich. Alle wieder Strich 8 auch lustig. Weil er Langstrecken gewohnt ist. Ja, die Weißwandreifen, ich brauche halt neue Reifen. Ne? Die Reifen, die ich raufgeschmissen habe, die haben doch für den TÜV gereicht. Das war's aber. Ne? Seit der Hammer sind diese Winterreifen sind drauf. Original-Winterreifen. Übrigens, die Radkappe ist so staubig, denken Sie das? Die habe ich gerade hier aus dem Einkaufswagen geholt. Ja, mit einem grünen 86C geht nicht. Hinni, Alter! Moin, du! Kann ich nicht machen. Schweineweder, hat er heute auch gesagt. Läuft mit den Twixi. Kann ich vergessen, Familie will ja auch mit. Ne? Und wenn ich meine Familie mitnehme, dann kann ich ja nicht mit einem Polo fahren. Weil mein Polo ist ja kein normaler Polo. Guck mal. Wäre witzig, das stimmt. Für ein Tuning-Treffen wäre der cool. Anderweitig mit denen da hinzuballern und dann wahrscheinlich wieder Polizeikontrollen und so. Ah, gut, der Wagen ist in Ordnung. Ne? Der hat auch alles eingetragen und läuft eh auf 07, ne? Oh, abgeschlossen, warte. Aber mit Familie wird schwer. Ich habe hinten auch abgeschlossen. Die Fahrradtür noch abgeschlossen ist und ist vorbei. Ja, die ist offen. Guck. Seht ihr? Die Familie wird das ein bisschen schwer mit der Kiste. So als Familienkarre ist da nicht ganz so. Ist da nicht ganz so geeignet. So, die mit dem Kabelbinder irgendwie fett machen hinten an der Domstrebe. So läuft das. So, nicht anders. Ja, Brett hart ist er auch. Stimmt. Aber ist er halt für gemacht. Aber er hat schon recht, der muss mal wieder raus, ne? Hat der Alpha, nee, der hat nicht gepasst, Rieder. Aber Gordon hat den allen repariert. Und ich habe den Schaltsack auf Lager jetzt.